Brüder und Schwestern in Christus, zurzeit gibt es in Österreich noch ungefähr 120 Franziskaner. Und vor, glaube ich, 3 Jahren trafen sich die, die wollten. Das war ein unverbindliches Treffen. Ich glaube auch in Buchberg bei Wels. Und haben sich da unterhalten, wie wir leben, was wir machen sollen, was wir ändern müssen, damit das Leben auch lebenswert ist. Einer der Mitbrüder hat auf die Bitte des Provinzials eine Grafik erstellt. Also eine große Leinwand und hat es eingeblendet. Und da gab es die Entwicklung für die nächsten 20 Jahre, wie wir aussehen werden, also zahlenmäßig. Und der ist Mathematiker, hat es schön ausgerechnet und festgestellt, in 20 Jahren, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn sich nichts groß ändert, bleibt nicht einmal die Hälfte von uns. Also 50, vielleicht 60 werden noch hier sein in diesem Land und in den Fußspuren des heiligen Franziskus diesen Lebensweg gehen. Ist ein bisschen traurig, aber der heilige Franziskus hat zwar versprochen, dass der Orden bis zum Ende der Welt bestehen wird, von Österreich hat er aber dabei nichts gesagt. Nichtsdestotrotz hat es in einigen Mitbrüdern, ich vermute in den meisten, die dabei waren, gab es einen Umschwung im Denken. Weil davor hat man sich davor gesträubt, irgendetwas zu ändern, weil es kann ja in die Hose gehen und dann sind wir noch schlimmer dran, als wir jetzt sind. Da gab es eine große Angst, nichts falsch zu machen. Und jetzt vor einigen Wochen, Anfang Mai, trafen wir uns jetzt zu einem verbindlichen Treffen, um gemeinsam den Weg für die nächsten 3 Jahre zu bestimmen, um dem Provinzial zu sagen, was er machen soll. Noch bevor dieses Treffen stattfand, hatte auch beschlossen der Provinzial, dass er 2 Klöster schließen wird. Und da gab es einen großen Unterschied. Ein Kloster in einer ländlichen Gegend, es besteht nicht lange, also so knapp 100 Jahre, ein bisschen mehr als 100 Jahre sind die Franziskaner dort. Da haben die Mitbrüder das nicht mitgetragen, diese Entscheidung, weil sie wollten bewahren, was da ist. Sie wollten auch für die Menschen dort etwas Gutes, haben sie sich dabei gedacht. Es war nichts Böses, aber im Grunde genommen, die Entscheidung ist gefallen und sie konnten damit nicht wirklich umgehen, weil sie nicht wollten. Da gab es eine Unterschriftenaktion und alles Mögliche, einen sehr schlimmen Artikel in der Zeitung über unseren Provinzial und wie wir Franziskaner mit den Menschen umgehen. In einem anderen Kloster haben die Mitbrüder gesagt, wir müssen dieses Kloster schließen, sonst haben wir keine Gemeinschaften, in denen wir leben können. Es sind zurzeit, glaube ich, noch 5 Mitbrüder, aber nichtsdestotrotz müssen wir diesen Standort aufgeben und das tun wir auch. Die Mitbrüder haben gesagt, wir machen mit. Wir vertrauen darauf, dass es der richtige Weg ist, weil wir müssen uns ein bisschen verkleinern, damit wir auch leben können. Die, die alleine Kinder erziehen oder erzogen haben, wissen, dass es nicht immer einfach ist. Wenn 2 da sind, fällt vieles leichter. Auch wenn es auch Einzelfälle gibt, weil es besser nicht 2 die Kinder erziehen, sondern 1. Aber abgesehen davon, es ist schwieriger, wenn wenige da sind und versuchen, etwas Wichtiges zu tun. Die Brüder haben auf das Wort Gottes gehört, sich das an das erinnert, was sie versprochen haben, dass wir als Gemeinschaft in Gehorsam, Armut und Keuschheit diesen Weg gehen möchten. Und dort ist es ganz anders. Sicher gab es auch eine Unruhe, aber letzten Endes haben diese Mitbrüder dafür gesorgt,
dass die Leute auch Abschied nehmen können von den Franziskanern, dass es alles irgendwie problemlos über die Bühne geht. Sicher, es ist traurig, aber es ist auch eine große Dankbarkeit da. Zwei unterschiedliche Haltungen. Heute trifft sich Papst Franziskus in Rom, im Vatikan, mit dem Präsidenten des Staates Israel und der palästinensischen Autonomie. Dazu kommt noch der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus. Er hat diese zwei dazu eingeladen, zu ihm zu kommen, um gemeinsam um den Frieden zu bitten, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Nach weltlichen Maßstäben ist es vergeudete Zeit. Die werden sich an keinen Tisch setzen und etwas aushandeln. Vergeudete Zeit. Aber seit mehr als 20 Jahren verfolge ich diese Entwicklung im Heiligen Land. Also früher hat es mich einfach nicht wirklich interessiert. Und seit 20 Jahren sehe ich es, es gibt da viele Friedensstifter, die versuchen irgendetwas zu machen. Keinem ist es gelungen, dort Frieden zu schaffen. Wurde eine Mauer aufgebaut, damit die Leute sich nicht umbringen, damit wenigstens ein bisschen Ruhe da ist. Und dann vor 2 Wochen ist Papst Franziskus dorthin gefahren, um im Land Jesu seine Wege zu gehen, für die Christen dort zu beten und vielleicht auch ein Zeichen der Hoffnung zu sein für die Menschen, die dort sind. Er hat mit dem einen geredet, mit dem Muhammad Abbas und mit dem Shimon Peres. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie er sie dazu bewegen konnte, hat sie überredet, dass sie zu ihm kommen, nach Rom, und mit ihm gemeinsam für den Frieden beten. Leute, die miteinander eigentlich nicht sprechen, die miteinander auch nichts zu tun haben wollen, die unterschiedliche Religionen haben. Der eine ein Jude, der andere ein Moslem, da kommt ein Katholik, noch dazu der Papst, und lädt sie zum Gebet ein. Rosenkranz werden sie da nicht beten, vermute ich, aber das ist nicht so wichtig. Die ließen sich dazu bewegen. Ich vermute sogar, die fliegen nicht mit demselben Flugzeug, ne? Die wollen sich nicht begegnen. Aber irgendetwas ist ihnen geschehen, dass sie sich geöffnet haben. Und haben gesagt, schaden wird's nicht. Vielleicht bringt es auch nichts, aber schaden wird's nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie gemeinsam gebetet haben, für den Frieden und es ehrlich tun. Ich bin davon überzeugt, dass sie wirklich auch ehrlich den Frieden wünschen. Kein gesunder Mensch will Krieg. Wenn sie es wirklich ernst meinen, dann werden sie, wenn sie zurückkommen, auch alles Mögliche tun, dass der Frieden dort einkehrt. Es wird ihnen höchstwahrscheinlich nicht gelingen. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber so viel Hoffnung habe ich auch nicht. Aber diese zwei Menschen kommen sicher verändert zurück. Du kannst dir vorstellen, was es bedeutet, wenn du jemanden hast, den du nicht magst, der dich vielleicht verletzt hat. Es gibt solche Menschen in unserem Leben. Nicht viele, aber einer ist schon genug. Kannst du dir vorstellen, mit diesem Menschen gemeinsam um Versöhnung zu bitten? Gemeinsam, weiß ich nicht, Rosenkranz zu beten, ein Gesetzchen oder ein Gegrüßet seist du Maria? Mir fällt es schwer. Ich habe auch Menschen, die mich verletzt haben, die ich nicht mag, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich kann mir schwer vorstellen, wie ich mit ihnen gemeinsam beten könnte. Aber ich weiß eines, wenn ich mich dazu überwinden würde und der andere, dann sind wir nach dem Gebet andere Leute.
So wirkt der Heilige Geist in der Kirche. Er ermöglicht Dinge, die nicht möglich sind. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass der Papst so etwas macht. Es ist eigentlich eine lächerliche Idee. Aber er hat es gewagt, hat sich sicher gesagt, ja, was schadet es? Ich frage den mal, vielleicht kommt er. Dann fragt er den anderen und plötzlich wollen sie. Er hat sich auf das Wirken des Heiligen Geistes in sich selbst eingelassen. Frag dich selber, wo du das tun kannst. Wo du weißt, du solltest etwas vielleicht ändern in deinem Leben oder etwas Neues beginnen, etwas in Angriff nehmen, was gut ist, was du schon immer tun wolltest. Wo du weißt, es ist auch eine Sache Gottes. Unterdrücke das nicht in dir, sondern versuche diesem Ruf Gottes in deinem Herzen zu folgen. Und es kann vieles sein, es können große Dinge sein, dass man sich für einen geistlichen Weg entscheidet oder dass man sich entscheidet, jemanden zu heiraten oder sonst etwas. Etwas, was das ganze Leben prägen wird. Oder es können Kleinigkeiten sein, dass man heute vielleicht beim Mittagessen, wenn man zusammensitzt, auch einander hilft am Tisch oder beim Abwasch danach, dass man ein bisschen Zeit mit der eigenen Mutter, mit dem Vater verschwendet oder mit den Geschwistern, auch wenn es einem nicht so wirklich passt. Höre auf den Heiligen Geist. Wir sollen es auch prüfen, das, was wir gehört haben, weil manchmal haben wir schon komische Ideen und sind davon überzeugt, dass es was Gutes, obwohl es nicht gut ist. Wenn du solche Zweifel hast, frag deinen Bruder, deine Schwester im Glauben. Wenn die keine Bedenken haben, dann wird es schon gut sein. Aber im Grunde genommen geht es um diese Offenheit. Weil der Heilige Geist, der könnte hier runterkommen. Er könnte hier in die Mitte kommen. Er könnte dich eine Stunde lang voll labern. Und wenn du nicht bereit bist, zuzuhören, etwas zu machen, wird es nichts ändern. Aber wenn du einmal sein Wort hörst in deinem Leben, wenn du zufällig in der Bibel vielleicht liest, in den Evangelien, und weißt, du solltest das tun, dann zögere nicht, mach es. Und so wird der Heilige Geist herabkommen auf dich, auf mich, auf Menschen, die um uns sind. Ich lade euch dazu ein, feiert dieses Fest, Pfingsten. Und etwas zu feiern heißt, etwas zu tun. So wie wenn man Geburtstag feiert, bringt man nicht nur Geschenke, sondern verbringt auch Zeit mit den Menschen, die man liebt, die man gerne hat, zu denen man gekommen ist. Man macht etwas dafür, dass diese Feier schön wird. Feiert dieses Fest in diesem Sinne, dass es schön wird, dass es nicht etwas ist, was ohne Bedeutung für mein Leben bleibt.